Ich kenne dich, Haziel. Du bist würdig. Welcher Wahnsinn ist dies? In was für einer jämmerlichen Hülle befinde ich mich hier? Im Vergleich zu dieser Verkleidung wäre der Tod wahrlich eine Erlösung. Du hast ja den Abgrund nicht überlebt, Haziel. Ich habe dich nur vor der vollständigen Auflösung bewahrt. Dann ziehe ich die Auflösung vor. Die Wahl liegt nicht bei dir. Ich bin verloren. Du bist wiedergeboren. Es wurde ein Ungeheuer in Kains Legion geboren. Es war diese Seele, welche den seelenlosen Körper animierte, in dem du einst lebtest. Das aber, Haziel, ist Nosgoths Ende. Das Gleichgewicht geht verloren. Die Seelen der Toten bleiben gefangen. Ich kann sie nicht im Rad des Schicksals drehen. Sie können ihr Los nicht vollenden. Leiste Buße. Oder, solltest du dies vorziehen, übe Rache. Beende deine Fehde mit Kain. Vernichte ihn und deine Geschwister. Befreie ihre Seelen und lass das Rad des Schicksals sich von neuem drehen. Nutze deinen Hass, um ihre Seelen zu rauben. Ich kann dir helfen. Werde mein Seelenräuber, mein Soul Reaver, mein Todesengel. Diese Tore verzerren den Raum und spannen einen Weg über weite Entfernungen. Der alte Hunger hat mich verlassen. Ich habe kein Verlangen nach Blut. Du hast dich verändert. Dein Blutdurst wurde durch ein tieferes Bedürfnis ersetzt. Nun brauchst du Seelennahrung. Du musst die verlorenen Geister der Unterwelt jagen und die Seelen deiner Feinde verzehren. Das gibt dir Kraft. Zerstört, sind dennoch nicht ganz unbrauchbar. Greife nach ihnen, wenn du springst, und sie werden dich über diesen Abgrund tragen. Wer sind diese abscheulichen Kreaturen? Sluak, die Aasfresser der Unterwelt. Ihrem wilden Hunger sind zahllose Seelen zum Opfer gefallen. Geister, die nun niemals Ruhe finden werden.
Diese Portale bilden deine Verbindung zwischen der spektralen und der materiellen Ebene. Mit ihrer Hilfe kannst du Materie sammeln und Kraft deines Willens in der körperlichen Welt Gestalt annehmen. Das wird dich jedoch anstrengen. Dafür musst du erst ganz bei Kräften sein. Um auf diese Ebene zurückzukehren, brauchst du keine Verbindung. Du kannst deine körperliche Hülle jederzeit zurücklassen. Sorge dafür, bei Kräften zu bleiben, um deine Manifestation in der körperlichen Welt zu verlängern. Nimmst du nichts zu dir oder trägst du zu viele Wunden davon, löst sich diese vergängliche Hülle auf. Du bist noch jung, Raziel. Doch haften dir viele deiner vampirischen Schwächen an. Wasser bringt dich zwar nicht um, doch deine körperliche Hülle löst sich auf und du musst in die Geisterwelt zurückkehren. Wisse, dass Wasser auf der spektralen Ebene weder Gewicht noch Auftrieb hat. Es ist so dünn wie Luft. Was sind das für Kreaturen? Erkennst du sie nicht? Das sind die Kinder deines Bruders Duma. Das ist nicht möglich. Dies abscheulich wimmelnde Gezücht kann nicht von unserem hohen Blut abstammen. Glaubst du denn, die Zeit stand still für dich, Raziel? Vieles hat sich geändert, seit du die Welt der Menschen verlassen hast. Die Schwächen meiner Gegner waren mir bekannt, da ich selbst darunter gelitten hatte. Körperliche Wunden gehen vorüber. Das unsterbliche Fleisch eines Vampirs schließt sich in dem Moment, da die Wunde geschlagen wurde. Vampire müssen nur Wunden fürchten, die pfählen oder brennen. Wasser ätzt wie Säure und Neulinge richtet die Berührung der Sonne zugrunde. Je nach Gegner würde ich meine Taktiken anpassen müssen.